Guten Tag, der Lars hier mit einer weiteren Folge To The Moon. Wir machen jetzt schnell den Quiz. Ich weiß schon, was ich machen muss und in welcher Reihenfolge. Ist nicht besonders spannend, der ganze Kram hier. Red mit denen! Ein Kunde? Warte, willkommen in unserem Quizhaus. Hier musst du alle Memes benennen, die in der Dateiauswahl Bildschirmmusik eingemischt sind. Ja, du wirst tatsächlich dazu gezwungen, Zeit in Dateiauswahl Bildschirm zu verbringen. Wenn du falsch ratest, zahlst du mit deinem Leben. Also keine große Sache. Noch so einen anderen Punkt, bevor jemand vergisst, es zu sagen. Grüße an 360 Chrism. Ha, dachtest du? Grüße an Simple Flips. Nochmal reingelegt. So, jetzt müssen wir uns eigentlich das hier minutenlang anhören und dann müssten wir in der richtigen Reihenfolge durch die ganzen Türen. Ist jetzt nicht so besonders spannend. Deswegen habe ich das schon mal gemacht. Und deswegen mach ich das jetzt schnell fertig. Tür 2, Tür 1. Geht einfach schnell durch, bitte. Damit es schnell hinter uns ist, damit ich mehr machen kann. Außer den Kram hier. Ich finde das nicht besonders spannend. Und nicht besonders spaßig. Nochmal durch die 3, bitte. Denn wieder durch die 1. Denn durch die 2. Was die Mitte ist. Denn durch die 1. Musste da lang. Denn wieder die 2. Und zum Schluss kommt die 3. Und dann sind wir fertig. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Wir müssen jetzt zum schweren Level mit den Checkpoints. Müssen den ersten Checkpoint aktivieren und dann dürfen wir wieder in das Quizhaus, weil dann irgendwas passieren soll. Ich weiß nur nicht was. Wahrscheinlich noch mehr Quiz-Scheiß. Noch mehr Fragen, noch mehr Rätsel. Hoffentlich welche, die spannender sind als das und spaßiger. Damit das hier mal richtig anfangen kann hier. Mit der Folge. Schwimm schneller! Das Level hat mir damals Spaß gemacht, hattet. Ich hab mir auf die Wange gebissen. Aua. Hi, da bin ich wieder. Und dann bin ich wieder weg gleich. Kürz einfach hier ab, was soll das? Wunderbar gelandet. In den Checkpoint rein. So, welcher nervenzerrende Scheiß kommt jetzt hier? Es hat funktioniert. Was willst du jetzt von mir? Wo sind wir? Play a Minigame Quiz. Was willst du jetzt von mir? Oh, wie? Wer hat dir von unserem Geheimnis erzählt? Na gut. Wenn du einen schnelleren Weg her suchst, drücke den Schalter, der sich dort drin befindet. Und eine Warpbox wird in der zweiten Oberwelt erscheinen. Alles klar. Scheiterpalast, wie es aussieht. Sea of Connection, Capital, die Hauptstadt. Da ist der Braudude und ein Schild. Und irgendwo soll hier ein Scheiter sein. Das Level sieht irgendwie wieder bekannt aus, aber kann an der Architektur liegen. Ich sehe Schatten. Ich sehe rote Münzen. Natürlich, ist ein Bonuslevel. Da dürfen rote Münzen nicht fehlen. Ich gehe erstmal rechts lang. Dahinter. Um jede Ecke jetzt erstmal gucken. Kann ich hier hochlaufen? Nö. Danke, dass du meinen Fall aufgehalten hast. Kannst dich verziehen. Jetzt sind die Füße nass. Ist ja ganz toll. Das ist keine richtige Treppe. Was ist denn das hier? Das ist aus Ende. Die Seite hier ist mehr Treppe als die Treppe. Da geht's hoch. Und da auch. Würde das funktionieren? Wahrscheinlich irgendwie. Okay, es funktioniert. Ich kann drauf stehen. Rote Münze. Das ist kein Teleporter, das ist einfach nur Wasser. An der Seite.
Da kann ich auch drauf stehen. Da stehe ich ja drauf. Gegner, Stern, Bonusstern, Leben. Das Leben hat sich das Leben genommen. Bad. Das heißt, den Stern, den Leben, sein Leben genommen. Wie kommt man zu dir dahin? Kann man mit dir reden? Ich glaube eher nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch da, dass der da sitzt. Ja, ist eine rote Münze. Okay, jetzt über die Dächer. Geht's hier sonst noch weiter? Sieht nicht so aus. Wie kommt man zu dir da hoch? Wahrscheinlich von hinten. Erstes Dach. Bab. Oder auch nicht. Überm Baum. Über Tori. Kann ich ja dann testen. Dann geht's da auch nochmal hoch und ist ja alles wunderbar. Lohnt sich das da kurz mal rüber zu gehen? Hier ist nichts. Da ist eine rote Münze. Und da ist eine Tür. Und warum bist du hier? So ganz allein. Ich hätte ihn gar nicht töten brauchen. Hätte ihn auch in Ruhe lassen können. Dann brauchst du da 50. Wir haben 3 zu wenig. Ich dachte kurz, der glitscht mich durch die Wand. Wo kommt denn die Geschwindigkeit her? Wo hast du das Momentum her, dass du da jetzt so gesprungen bist? Ja, machen wir so. Funktioniert auch mit einem Rückwärtssalto. Hey, Schrumpfplattform, ich liebe die. Ja, so sehr. Bin ich richtig, richtig excited bin ich da, wie man so schön sagt. Und weiter hoch. Nächste rote Münze, bitte. Ah, durchs Wasser. Lass mich in Frieden. Der blaue Scheider. Hey. Schön, dich zu sehen. Möchten Sie Ihre Bestellung für 2 Warpboxen zu Kurs 10 bestätigen? Ja, nein. Okay, was will ich jetzt mit Kurs 10? Ich brauche die andere Scheiße. Ich brauche die Metallkappe oder was auch immer denn da kommt, damit ich die anderen Level fertig kriegen kann. Was will ich mit Kurs 10? Wir haben noch Kurs 8 und Kurs 9 vor uns. Ich brauche Kurs 10 erstmal nicht. Was soll das? Wo ist die letzte rote Münze? In der Mitte? Wahrscheinlich. Kann ich von hier aus darauf springen? Hey, ein Leben. Ich wollte abspringen. Wo ist die letzte rote Münze, habe ich gefragt. Ich frage euch. Wo? So groß ist es jetzt nicht, dass ich das so übersehen kann, oder... Was? Ah, okay. Und jetzt wieder hoch. Kann ich das mit einem Wandsprung machen? Ich glaube, ich kann das mit einem Wandsprung machen. Ja, nicht ganz. Ist ein bisschen zu hoch für einen Wandsprung. Und dann festhalten. Bevor ich mich jetzt da ewig abmühe mit Wandsprüngen. Habe ich den Stern einfach so eingesammelt. Funktioniert ja. So. Wie komm ich... Was sagt denn der Baum? Kann ich den Baum nutzen? Ey, Baum. Aua. Aua. Einmal reicht. Ich will das Schild lesen, was da ist.
Wie komme ich da rauf? Ich brauche Münzen, ihr Penner. Wegen Fallschaden. Ich will jetzt hier nicht sterben. Obwohl, es ist auch nicht so schlimm. Wahrscheinlich. Ich habe ein paar Leben. Ich habe ja Leben eingesammelt. Das funktioniert ja. Warum macht ihr denn da so einen Mega-Wandsprung? Mann, lauf doch einfach da den Scheiß da hoch. Nicht daneben springen. Das funktioniert. Okay. Wunderbar. Warum bist du hier hochgekommen? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Mach dir nicht einmal die Mühe, mit mir zu interagieren. Habe keine Kollision. Nun, Grüße an Captain Bowser, wegen den rutschigen Dächern. Nun verzieh dich endlich! Ich schubst dich von Dach, Junge. Menno, ich wollte in den drinnen landen, oder auf dem drauf landen eigentlich. Denn, war's das jetzt mit dem Level? Und die Kiste führt mich jetzt zu Kurs 10 oder was? Ja, was will ich hier? Ihr habt nichts gesehen, ihr seht gar nichts. Wir müssen jetzt zu Kurs 8. Wir müssen jetzt zu Kurs 8. Und Kurs 8 ist, glaubt, eine Tür. Ich glaube, ich habe gerade eine Mücke gesehen. Finde ich nicht schön. Ich mag Mücken nicht. Niemand mag Mücken. Und die Leute, die Mücken mögen, die sind nicht ganz richtig. Natürlich ist die Tür aber auch nicht da. Aber wir wissen, was wir für Dings machen müssen. Wo meint das jetzt am einfachsten? Ich muss 8 rote Münzen sammeln dafür. Gab's hier 8 rote Münzen? Nee, gab's nicht. Verpiss dich. Kann ich in Kurs 1 das machen? Funktioniert das? Da haben wir endlich die Scheißtür. Die wollte nicht auftauchen. Ich bin zu Kurs 1 gegangen, hab da die 8 roten Münzen geholt. Oder 6. Und dann war die Tür nicht da. Dann bin ich in andere Level reingegangen und hab da Sterne gesammelt. War die Tür nicht da. Da bin ich nochmal jetzt zu Kurs 1 gegangen. Hab dann nochmal die 8 roten Münzen geholt. Und jetzt die Tür da. Hat ein bisschen gedauert. Fand ich jetzt doof. So, Kurs 8. Hoffentlich bist du wenigstens eine schöne Überraschung. Wäre ganz fantastisch, wenn du eine schöne Überraschung bist. Bob on Beachfield. The new king of the fields. Super Mario 64. Das Bob on Battlefield jetzt nur anders oder was? Mit Wasser. Ist ein komplett anderes Level. Es ist kein Recyceln, oder? Ist das recycelt? Ist da was recycelt? Außer ein bisschen vielleicht die Optik. Hey, Mario! Du warst ja schon lange nicht mehr bei uns. Eine Menge Dinge haben sich hier verändert und wir haben einen neuen Chef. Die meisten von uns Bob-Moms begannen in der Fabrik zu arbeiten, die sie hier erbaut haben. Nun ja, genieß deine Zeit hier. Ciao, ciao. Der hätte ruhig mal die Kanone aufmachen können. Steh da schon hier, denn macht er nichts. Die Sau. Korallen im Wasser. Und du wirst auch immer nasser. What? The fuck? Geht's dir gut? Ich glaube, der hat aufgegeben.
Ist die irgendwie schlecht? The fuck? Den hatten wir auch noch nie. Ist das jetzt speziell dieser Twomp, Womp, der so ist? Oder ist es jetzt ein Bug? Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Fliege. Was will ich denn hier? Moment. Hätte ja Shakepoint irgendwie was sein kann, können. Geh an die Haustüren oder so ein Scheiß. Da war ein Gitter. So im Groben ist das das alte Battlefield. So im Groben. Aber auch nur. Ich wusste, dass da ein Gegner drin ist. Okay, wir haben noch mehr Kanonen zum Rumschießen. Das müssen wir aufmachen. Da ist eine Höhle. Ich geh in die Höhle rein. Die ist neu. Die gab es früher nicht. Und es ist dunkel. Und hier sind ganz viele rote Münzen. Okay, dann mach ich später. Rote Münzen mach ich dann später mit den 80 Münzen. Das lohnt sich denn mehr. Wir gehen erstmal zum neuen König. Zum neuen Boss. Oder ich glitch mich da zum Dings durch. Zum Dingschalter. Ich muss mal was testen. Was ist mit dir? Okay. Das war der eine Typ, der hat rumgeglitscht. Rumgebackt. Er wollte einfach nicht sterben. Ja, man hat schon hier die Welt verändert. Warum ist hier ein Sound? Was soll das? Total unnötig, dass da ein Sound ist. Was trennt er denn? Nichts! Da kannst du durch. Ist im Wasser irgendein Scheiß? Das ist auf jeden Fall eine Kiste mit einem Gegner drin. Nein, Münzen. Ein Gegner wäre jetzt da ein bisschen nervig gewesen. So ein Chakia, der mich ins Wasser schmeißt. Der mich ins Wasser schmeißt, damit mich der Fisch fressen kann. Das wäre eine Sache gewesen. Was ist denn das da für eine Kiste? Deswegen wissen alle. Ich finde das jetzt hier gerade relativ spannend. Ah, das ist eine Höhle. Damit man da einfach dahin schwimmen kann. Falls man da im Wasser landet. Ist hier Bälle-Spaß? Nee, kein Bälle-Spaß. Dafür aber eine Doppeltür. Das ist die Fabrik, oder? Pie-Pies, Rodu-Trolls, Toasted Ketchup und Simple Flip Motors. Ich will was bestellen hier. Muss ich hinter den Tresen, was ist das denn für ein Service? Willkommen bei Billboard Prinz. Wir machen alle ihre geliebten Referenzen hier im Voraus. Hauptsächlich, weil diese Fabrik Time Rock gehört und wir Dinge wissen, die du vielleicht nicht weißt. Hey, Time Rock, dass ich den Namen jetzt höre. Darf ich da rein? Entschuldigung, aber unsere Mitarbeiter hier arbeiten während der ersten drei Sterne. Komm später zurück, wenn du mit ihnen sprechen musst. Okay. Erstmal die ersten drei Dings sammeln. War da noch mehr? Nö. Und dann wieder her. Weiß ich Bescheid. Wir wissen auch Bescheid. Bescheid wissen wir. Seh ich da ein Panel? Ich sehe da ein Panel. Machen wir erstmal Panel-Gedöns. Die Kiste da unten interessiert mich. Ein Panel. Da kommt ein Akito an. Soll er doch ankommen. Soll er sterben. Wollte er mich mit in den Tod reißen. Hat er aber verhindert. Zwei Panel. Wie spannend. Das Level wirkt sehr offen. Und mit relativ sehr einfachen Sprüngen. Anders als Kurs 6. Und Kurs 7. Ist eher einfach. Bisher.
Der weiße Hintergrund ist ganz toll für den Text. Penis of the Tall Island. Wie sieht's jetzt aus? Liegt das am Wasser vielleicht? Der unsterbliche Womp. Wenn der König mal so wäre, also der Womp-König, der hätte vielleicht eine Chance gegen mich. Würde das funktionieren? Es ist sehr rutschig. Es ist sehr rutschig. So rutschig, dass ich fast runtergefallen wäre. Ist hier Bälle-Spaß? Bälle-Spaß! Kann man hier noch hoch? Oder hat das jetzt so rutschig gemacht, dass man eigentlich da auch trotzdem noch mit vernünftigen... Dreisprung? Ey, Dreisprung! Was ist falsch mit dir? Sag doch! Da war was falsch mit den Dreisprung. Wollte er nicht. Die sind aber langsam. Ich laufe nochmal den ganzen Weg. Weil, damit wir alles sehen. Oh, da fallen die jetzt richtig runter. Der schmale Weg im Original war ein bisschen spannender. Ein bisschen schwerer, würde ich meinen. Moment, ist ja nicht der Tor? Warum ist denn der zu? Wozu ist der zu? Wenn ich außenrum kann. Damit ich außenrum muss. Was ein Stoß. Das fällt mir dazu ein. Kisten mit Münzen drin. Wer hätte es gedacht? Kann man irgendwie auf die Häuser rauf? Ich glaube eher nicht. Vielleicht von oben. Da ist eine Kiste drauf. Ja, die Kiste interessiert mich, aber ich bin zu doof zum Springen. Ein Glück kann man auch abkürzen. Ein Glück kann man abkürzen. Ey! Unverschämtheit. Hat er weggemacht. Den Teleporter einfach weggemacht. Jetzt da ein Chakja. Nee, was wiegt er mit Leben? Ich wollte da jetzt wieder rüberspringen. Hat auch nicht funktioniert. Ist aber schade. Dann laufen wir mal den ganzen Weg nach oben. Hey Lakito, komm mal ran. Ich brauche ein paar Münzen, ich hab Schaden. Und ich hätte gerne den Bob-Omb zum Kanonenöffnen hier. Warum gibt's da ein Herz? Weil es im Original auch ein Herz gab. Wo ist denn der? Warum bist du da? Du bist der falsche König. Da ist ein Vici. Oh, du bist es. Schau, was ich mit diesem Ort gemacht habe. Diese schlampige Bombe, die hier vor mir war, war wirklich scheiße in seinem Job. Nun, ihr verdammten Kinder, verlasst mein Grundstück. Fall um. Ich wollte gerade sagen, wo will denn der Dings hin? Du Scheiß! Scheiß, Vici! Wie viel Schaden brauchst du? Reicht 3? Ja. Suck! Yes, you suck! It's true! It's damn true! Ist hier vielleicht der Bob-Omb zum Kanonen öffnen? Wenn ich schon mal hier oben bin. Der ist wahrscheinlich in der Fabrik, war und arbeitet gerade. Haben wir schon mal 2. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ich schon verbraucht habe, weil ich ja die scheiß Tür machen musste. The new king of the fields. Rematch with Cooper the Quick.
Der darf ja auch nicht fehlen. Hey Cooper, wo bist du, Sack? Du bist gar nicht am Start. Wo ist denn der Start? Lieber Start, jetzt mal echt. Eigentlich hast du recht. Die was andere sagen, machen dich nur schlecht. Lieber Start. Von die Ärzte. Der ist wahrscheinlich oben irgendwo. Wo soll er auch sonst sein? Nee, ist er nicht. Mein blöder Sand. Blöder, nasser Kacksand, der mich nicht abspringen lässt hier. Vorhin hat das funktioniert. Mach dich fertig. Hey Mario, lang nicht gesehen. Ich hab gehört, du hast die neuen Bosse und diesen Ort besiegt. Sauber. Wie wäre es mal wieder mit einem Rennen zur Spitze? Aber pass auf, ich habe einige gute Schwimmfähigkeiten. Also, bist du bereit? Los, nicht los. Denn ist es ja gar nicht Bro-Dude so quick. Ist ja gar nicht Cooper-Dude. Ist ja der ernst normale, deppige Cooper so quick. Dass ich den nochmal hier irgendwie erlebe. Ich bin trotzdem schneller, du Sack. Ich bin trotzdem schneller. Ja, klettert die Sau. Der schiedet. Die Ratte schiedet. Junge, ich hab keine Zeit für dich. Ich hab die Kamera umgedreht. Haha. Leg doch schneller. Ich habe wieder verloren. Verdammt. Hier ist der Stern. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich muss diesen Film ansehen, über den die Leute immer reden. Das ist von 2015. Ich habe keine Ahnung von Filmen. Über welchen Film hat man damals gesprochen? Ja, Vici hält's mir nie auf. So, jetzt haben wir drei. Haben wir drei Dings. Drei Sterne. Jetzt könnten wir in die Fabrik rein. Machen wir aber beim nächsten Mal. Schluss hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Fertig. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bei To The Moon.